Sie sind hier, 24. September 2018, 22.27 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lennart Dahl wurde mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet. Urheberrecht Getty Images. Im März hilft Ex-Bremen-Spieler Lennart Dahl einem Leukämie-Patienten und sagt dafür ein Spiel ab. Bei der Weltfußballerwahl bekommt er den Fairplay-Preis. Der ehemalige U20-Fußballnationalspieler Lennart Dahl ist für sein Engagement zugunsten eines Leukämie-Patienten mit dem FIFA-Fairplay-Preis geehrt worden. Der 26-Jährige, derzeit in Diensten des türkischen Erstligisten Büyükşehir Erzurumspor, hatte im März auf ein Ligaspiel seines damaligen Clubs VVV Venlo verzichtet, weil bei einem Leukämie-Patienten eine seltene Übereinstimmung mit seiner DNA festgestellt worden war. Dahl, der für seinen Jugendverein SV Werder Bremen einst in der Bundesliga spielte, spendete daher in Absprache mit seinem Club Venlo Blut, anstatt zu spielen. Dahl zum Spieler des Spiels gewählt. Bei der niederländischen Erstligapartie gegen die PSV Eindhoven 0:3 wurde er daraufhin zum Spieler des Spiels gewählt, obwohl er gar nicht auf dem Rasen stand. Zudem erhoben sich die 30.000 Zuschauer in der 11. Minute von ihren Sitzen und spendeten Applaus. Punkt. Als ich die Chance hatte, einem Schwerkranken zu helfen, gab es gar keine andere Option als ihm zu helfen, sagte Dahl bei der Ehrung im Rahmen der Weltfußballergala am Montagabend in London. Das Beste aber ist, dass sich danach in den Niederlanden viele weitere Menschen haben typisieren lassen, von Sportinformationsdienst.